Back-to-back combinations, 4AB the Devakoon double, and then the IGS coffin. Little right-handed turn in there for Cascada. Pia Bunker has got the bit firmly between her teeth this morning. She's leaving no prisoners out on the course. It's a positive start for Pia. She'll run down now to the Schwarz Weiss, the black and white roll top, just after the woods. Pia Bunker has got the bit firmly between her teeth this morning. She's leaving no prisoners out on the course. It's a positive start for Pia. She'll run down now to the Schwarz Weiss, the black and white roll top, just after the woods. Weiter geht es jetzt in Richtung Torfeld.
Aus heute Morgen sehr motiviert, die beiden fehlerfrei unterwegs bis Hindernis Nummer 4a und b. Jetzt am Koffel, im IGS-Koffel, Hindernis Nummer 5a, b, c mit dem Graben in der Mitte. Here we go, down the IGS coffin, back to back. Die beiden haben aber zu Ergebnis von 32,5 und sie haben Hindernis 1 erfolgreich rundrunden. Josephine Schnauschauke jetzt auf dem Anrand zu Hindernis 4AB, der Führung auch Hecke. Und auch der Ausbruch hier, die Hecke, kein Problem. Weiter geht es jetzt in Richtung Koffer, Nummer 5 ABC, das IGS-Koffer.